Meine Damen und Herren, lieber Christian, es geht hier nicht um Identitäten, es geht hier um das Lösen von regionalen Problemen. Und für genau diese Lösungen, die wir brauchen, diese zugeschnittenen individuellen Lösungsansätze, dafür brauchen wir den Föderalismus. Und die Tatsache, dass der Bund heute fast alles regelt, das mag so sein. Aber das halten wir auf der Seite der Opposition für bedauerlich und das würden wir auch gerne wieder ändern. Und ich werde im Folgenden zeigen, warum wir das für bedauerlich halten und was gut ist, dass wir das wieder ändern. Das Erste ist, dass wir denken, dass wir durch den Föderalismus eine Sicherung der Funktionalität vom Staat haben. Das heißt, dass der Staat umso besser und effizienter und zugeschnittener arbeiten kann, die Politik also besser funktioniert. Und zum anderen, wir aber auf der anderen Seite auch wie eine bessere Kontrolle der Politik haben. Eine Verhinderung von einer zu großen Zentralmacht, die auch schon ein bisschen angesprochen wurde. Wofür stehen wir also? Wir stehen für Bundesländer in der Form von Regionen, die in sich homogen sind, und zum Beispiel in Bezug auf regionale Besonderheiten. Das kann zum Beispiel im Fall von Schleswig-Holstein sein, dass wir ein eher dünn besiedeltes Land haben, was viel Landwirtschaft hat. Die sind auch wirtschaftlich homogen und die sind auch tendenziell sozial homogen. Das heißt, die Bundesländer, wie sie jetzt so existieren, müssen gar nicht so sein, wie sie jetzt sind. Da gibt es sicherlich bessere Zuschnitte. Da kann man sich sicherlich noch ein optimales System ausdenken. Uns geht es dabei um die Idee, dass es diese Bundesländer gibt, die diese Homogenität haben. Und wir denken, dass die Idee, die wir dabei haben, und die Idee, um die es uns hier geht, ist, dass die Bundesländer sich zu einem großen Teil selbst regieren. Das heißt, dass sie eigene Parlamente haben und dass sie wichtige Bundesentscheide mit einer Ländermehrheit mittragen. Das heißt, dass diese wichtigen Bundesentscheide nur doch mit einer Ländermehrheit getragen werden können. Und diese Instanz sehen wir zum Beispiel vertreten im Bundesrat nicht. Dankeschön. Kommen wir also zu den Punkten, die ich genannt habe. Zum einen der Punkt der Funktionalität. Also wie können wir eine Politik erreichen, die möglichst gut und effizient umsetzt und die Probleme der Menschen löst. Wir denken, dass hier das Subsidiaritätsprinzip, also das Prinzip, dass man möglichst da an der tiefsten Ebene ansetzt, die ausreicht, um das Problem zu lösen, um auf die Probleme zuzugehen. Wie erwähnt, die Bundesländer sind ja in sich relativ ähnlich und homogen. Das heißt, wir haben ja teils individuelle Bedürfnisse und Probleme. Und für jedes Bundesland gibt es andere optimale Lösungen. Und daher ist so eine regionale Entscheidung am besten geeignet, um diese regionalen Probleme eben auch am besten zu lösen. Ich will ein Beispiel geben, bevor ich dich gleich dran nehme. Zum einen haben wir in Schleswig-Holstein, wie erwähnt, viel Landwirtschaft. Wir haben im Pott ganz viel Kohlebau. Natürlich muss man da ganz andere Strategien fahren, was jetzt zum Beispiel die Steuerung von Unternehmen angeht. Auch die Sozialpolitik, zum Beispiel von Brandenburg auf der einen Seite und Bayern auf der anderen Seite, die wird sich drastisch unterscheiden. Wir denken, dass lokal relevante Probleme am besten auch lokal entschieden sollen und regional relevante Probleme dementsprechend auch regional entschieden werden sollen. Jetzt bitte dann. Das ist doch vollkommener Quatsch, Marcel. Die Bundesländer sind artifiziell, sie haben künstliche Grenzen. Das kannst du sehen, wenn du mal Nürnberg gegen Bayern München spielen siehst. Ja, deswegen sagte ich ja, sie sind so, wie sie jetzt sind, vielleicht nicht optimal. Und uns geht es auch gar nicht darum, diese unbedingt in Stein gemeißelten Bundesländer zu haben. Es kann sich ja auch etwas ändern und wir denken, merken irgendwann, gut, diese Bundesländer sind heute nicht mehr so wie damals, dann müssen wir sie eben anpassen. Uns geht es um die Idee, dass wir die andere Bundesländer, geht ja auch. Gut, kommen wir zum Punkt der Kontrolle. Wichtig ist uns auch, dass wir nicht nur eine horizontale Gewaltentrennung haben, sondern auch eine vertikale Gewaltentrennung. Und die sehen wir hier gegeben, zum Beispiel über den Bundesrat. Wir sehen hier, dass wir das Problem haben, dass eine Regierung durchaus auch mal gegen das Volk regieren kann. Dass eine Demokratie nicht immer perfekt funktioniert. Ich denke, das Wort NSA-Skandal zum Beispiel wird jedem ins Gedächtnis rufen, dass ja, es kann passieren, dass Regierungen etwas tun, was die Mehrheit der Bevölkerung so nicht unterstützt, was sie sogar als Angriff gegen sich selbst erleben. Und wir denken, dass diese Stellen, dass dies Stellen sind, an der es wichtig ist, dass es eine Möglichkeit gibt, solch eine Regierung zu kontrollieren. Dass wir denken, dass manchmal eben die Berliner Bundesregierung eine andere Sicht der Dinge hat als das Volk und dass wir hier einen extra Kontrollmechanismus durchaus gebrauchen. Das kann sein, dass es etwas konservativ anmuten kann, aber wir sind hier lieber zu sicher, als das Risiko einzugehen. Das verhindert zudem außerdem auch zentralistische Fehlentscheidungen. Denn wenn dann mal irgendein Gesetzesentwurf, der etwas unausgereift da ist, der trifft dann direkt alle auf einmal. Da leiden dann alle direkt darunter. Und wir denken, dass so etwas sich hier durchaus auch vermeiden lässt. Kommen wir zum nächsten Punkt, und das ist der Gedanke der Tyrannei der Masse. Denn eine Demokratie ist irgendwo immer auch, birgt auch immer das Risiko einer Tyrannei der Masse. Wir müssen Minderheiten dahin einer Demokratie schützen und wir brauchen dafür geeignete Mechanismen, um genau das zu ermöglichen.
Und es gibt ganz verschiedene Arten von Minderheiten. Wahrscheinlich denken die meisten jetzt eher an ethnische Minderheiten, aber es gibt zum Beispiel auch Minderheiten, die durch gemeinsame regionale Probleme vereinigt sind. Auch das ist eine Form von Minderheit. Jede dieser Minderheiten, sei es jetzt ethnisch oder eben durch regionale Probleme vereinigte, muss geschützt werden. Und wir denken, für diese letztgenannten, nämlich die regional vereinigten, für die ist der Föderalismus eine sehr gute Lösung, um eben sie zu schützen. Und wir denken, dass hier zum Beispiel in der Kontrollinstanz des Bundesrates gegeben ist, dass diese Minderheiten auch beachtet werden. Vielen Dank. Zudem haben wir die Idee der Diversität. Denn teils gibt es für ähnliche Probleme, ich sage nicht, dass jedes Bundesland komplett anders ist, aber die haben ja teils ähnliche Probleme. Und da kann es verschiedene Lösungsansätze geben. Und wenn man eben aus unterschiedlichen Gedanken heraus auf unterschiedliche Möglichkeiten kommt, wie man ein Problem lösen kann, dann ist es doch gut, wenn beide Ansätze ausprobiert werden. Wenn eben dieses Land entscheidet, für uns ist das, scheint das die bessere Lösung zu sein, dieses Land, wir denken, das ist die bessere Lösung. Dann probieren es beide aus. Man kann es nachher besser vergleichen und evaluieren, das hat tatsächlich gut geklappt oder beide Lösungen sind gut. Und wenn in einem Fall eine Lösung besser ist, nun, dann kann man diese besten Lösungen so erkennen und dann zum Beispiel bundesweit. Und wir denken, dass hier noch ein weiterer Zugewinn gegeben ist. Wir denken also, um nochmal zusammenzufassen, was diese Opposition sagt. Wir denken, dass es sein mag, dass der Bund heute viel regelt, aber wir denken, das ist nicht gut so. Wir denken, es wäre besser, wenn wir regionale Probleme auch regional lösen. Wir glauben, das führt zu einer Stärkung der Effizienz der Politik, die wird zugeschnitten sein. Es wird auf die Probleme auf die regionalen Probleme eine bestmögliche Lösung gefunden. Das heißt, wir sehen hier, dass die Politik mehr erreichen kann im Einzelfall. Und wir verhindern damit zentralistische Fehlentscheidungen, die eben zum Beispiel alles über den Kamm scheren oder alle mit hineinreihen. Zum anderen haben wir auch diese Kontrollinstanz. Wir sorgen dafür, dass es nicht geschehen kann, dass eine Zentralmacht, die zu viel Macht bekommt und diese Macht auch ausnutzen kann, nicht mehr vom Volk kontrolliert und vom Volk im Rahmen gehalten werden kann. Weil wir denken, dass dieses Risiko vielleicht klein ist, aber wir lieber zu sicher sind, denken wir, dass auch hier das Bundesland wichtig ist. Und als letztes ist natürlich auch noch der Punkt der Diversität gegeben, dass wir nämlich denken, dass es manchmal verschiedene Ansätze geben kann und diese durchaus vergleichbar sein können. Vielen Dank.